Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio mit mir, dem Lupus und viel mit dabei, der Gabax. Jo, hallo Leute. Jo, wir haben es endlich geschafft. In der letzten Folge haben wir endlich blaue in Produktion gekriegt. Ja. Und jetzt gucken wir mal. Ja, nächstes Ziel ist jetzt erstmal Militär. Wenn ich das richtig mitverstanden habe, ne? Ja, Militärwissenschaftspakete, ja, genau. Militärwissenschaftspakete. Und danach geht es dann in die normalen. Also an die gelben. So, ich wollte aber mal das Kohleband hier verbessern. Ja, ich glaube, so langsam verbrauchen wir immer mehr Kohle bei unserer Stromproduktion. Ja, also Kohle wird ja jetzt einmal bei der Eisenproduktion weniger gebraucht. Das, ich baue ja gerade hier so ein bisschen um, dass wir Lichtbogenöfen benutzen. Das hat den Vorteil, dass wir dann keine Kohle mehr dafür verbrauchen, ne? Das ist richtig. Nee, aber die Stromproduktion frisst, glaube ich, gerade ganz gut. Kohle? Kohle, ja. Wie sieht es denn eigentlich mit Strom aus? Ja, das sieht noch gut aus. Ja, ja. Nur wird ja jetzt mehr, ne? Der Verbrauch. Ja, eben deswegen. Deswegen dachte ich mir, ich upgrade das Band und dann können wir da unten auch wieder mehr anschließen. Ah. Das war so die Idee dahinter. Mal hier schnelle Greifarme produzieren. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal, dass ich hier die ganzen Lichtbunköfen gebaut habe. Das obere lasse ich erstmal. Oder? Ah, wobei, das kann komplett weg, weil das muss ich eh wegmachen hier, weil das Rohr, sage ich schon. Die Fließbänder müssen einmal weitergesetzt werden. Meine Güte, wie lang die Stromproduktion ist, merkt man immer erst, wenn man da mal lang rennt. So, einmal zack. Das bandel mich hier weg. Fällt mir ein, mal auf die Karte gucken. Gibt es eigentlich schon mittlerweile mehr Uranium? Haben wir, glaube ich, noch nicht erkundet. Ja, ich guck gerade, ob es so die Schüsseln so aufgedeckt haben, aber das sieht da oben rechts 35.000. Hm. Das hatten wir aber schon länger. Ja. Also das wissen wir schon länger, dass da Uran ist. Oh, das ist möglich. Ne, ansonsten ist leider nichts. Nichts. Nichts da. Das ist nicht gut. Nee. Nichts. So, erstmal Strom wieder setzen. Zack. Was Alien-Angriffe geht, haben wir bis jetzt auch relativ Glück gehabt, ne? Die haben sich ja gut zurückgehalten. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil der Output von uns noch nicht so extrem hoch ist. Wenn ich so gucke, gibt es nur ein Nest, was wirklich davon betroffen ist. Das oben rechts, das etwas größere, wird wahrscheinlich demnächst dann betroffen sein. Ja, stimmt. Jetzt so sitzt du rechts, zwei kleine, ne? Genau. Ich werde mal die Forschungsgeschwindigkeit forschen. Ja, stimmt, wenn das oben rechts angreift, oh, dann wird es ein bisschen heftiger. Das kann wehtun, ja. So, wie sieht's mit Öl aus? Kein Petroleum, ey. Das mal. Brauchen wir mal rote Produktion, rote Munitionsproduktion. Ach, ich voll Idiot. Was denn? Ah, also das weiß ich schon, aber was? Ich habe doch die Umwandlung gestartet, so von Schweröl auf Leichtöl, von Leichtöl auf Petroleum. Ja. Ich habe vergessen, von Schweröl auf Leichtöl ja, eine Verbindung zu setzen. Wieder mal nur Profis am Start. Ja. Ihr merkt es schon. Habe ich von dir gelernt. Ja. Immer mit äußerster Präzision arbeiten. Ja. Hochprofessionell arbeiten, ne? Hm. Ich sag ja, habe ich von dir gelernt. Ja. Ja, dann hast du es nicht richtig gelernt. Dann hast du wahrscheinlich genau das Gegenteil aufgenommen. Was für ein Gegenteil? Ja, das Gegenteil von dem, was ich dir mal gesagt habe. Ich höre dich gerade, was du mir gesagt hast. An dem Tag war immer Gegenteiltag, ne? Achso, ja, ja, das kann sein. Ja. Glaube ich nämlich auch. So, sehr schön. Dann würde ich jetzt auch mal Thema Schweröl verbraucht. Super. Stimmt, wir brauchen auch bald Schweröl für Schmiermittel. Und was brauche ich denn jetzt alles eigentlich für die Militärscheiße hier? Ich brauche panzerbrechende Munition. Ha. Panzerbrechende Munition. Bedarf es. Handfeuerwaffenmunition. Na gut, das produzieren wir schon. Muss ich aber wahrscheinlich neu produzieren. Da nur Eisenplatten. Umbauen. Okay. Stahlträger und Kupferplatten. Das ist doch das Easyste. Das geht doch voll. Easy peasy hier. Die Kupferplattenproduktion wird nicht reichen. Die was? Die Kupferplattenproduktion wird nicht reichen.
Ja. Ja, Gesundheit. Danke. So, ja, das ist schön, dass die nicht reichen wird. Ich würd's dafür umbauen. Haben wir ja Lichtbogenöfen, ne? Jo. Immer langsam. Also ich würde allgemein die Kupferproduktion da umbauen. Die würde ich da gar nicht mehr hinsetzen. Die stört total. Die müssen wir mal woanders hinsetzen. So die Frage, wohin? Ja, also weil wir haben ja jetzt hier unten die Eisenplattenproduktion. Ich weiß nicht, ob wir die da drüber setzen, also quasi über das Kohlefeld. Macht das vielleicht Sinn? War ein bisschen höher, dass wir noch ein bisschen Platz dazwischen haben. Ja. Das wäre das mal machen? Dann setze ich, dann lasse ich das hier erstmal stehen und wir doch weiter in Kupfer produzieren ja. Und Lichtbogen. Bist du, dieser Aufgabe Nein. Im Klaren, wie wichtig Nein. das ist? Nein. Das ist eine essentielle, wichtige Aufgabe, die ich dir übertrage. Also wenn die Aufgabe von dir kommt, kann sie nicht so wichtig sein. Das ist wichtig fürs Überleben unserer Spezies. Ja. Ja, ist doch glaubwürdig, oder? Ja. Meinst du, die Höhe hier so ist gut? Die Höhe sehe ich gerade nicht. Ich bin gerade mit mir selbst beschäftigt. Moment. Was? So. Too much information gerade. Ich würde sagen, setz noch ein Stück. Also nimm die untere Reihe nochmal weg und dann nimmst die obere als erste. Würde ich machen. Immer nur am Meckern. Ja, nee, das ist nicht meckern, das ist Verbesserungsvorschläge geben. Mir fehlt ein Blueprint, so Mist. Ne? Verbesserungsvorschläge sind das. Ach, ich gebe ja nicht Verbesserungsvorschlag. So. Okay, jetzt brauche ich erstmal das normale, die normalen Munitionsdinger. Die werden produziert mit Eisenplatten. Ja, das ist ja einfach. So, das heißt, hier muss ich jetzt erstmal irgendwie Eisenplatten hochkriegen. Nee, ich glaube, da machen wir ein extra drei Bänder nochmal für. Das werde ich da unten nicht abzwacken, das kriegen wir so nicht hin. So, das ist Stahl, das ist Kupfer. Hier kommt Eisen lang. Lege ich das jetzt erstmal hier so lang. So, Stahl ist jetzt noch nicht so wichtig. Und dann werde ich nämlich hier genug Abstand setzen. Und zwar. So ein bisschen mehr als da drüben. So, was fehlen mir denn für Lichtbogenöfen? Ha, rote. Oh, und ich sagen. Jetzt fehlen mir auf einmal Big Stones. Schön großzügig drei Stück Platz machen. Dann geht's hier erst los. Weil wir da genug Platz haben. Dass es genauso wieder losgeht wie vorhin. Oder die andere, los? Die andere Folge. Ja, dass ich dann zu wenig Platz habe. Achso. Ich lasse jetzt 1, 2, 3. Komm, wir machen 4 Platz dazwischen. Also 4 Fabriken haben dazwischen Platz. Das sind also 4x3 Bänder. Ja. So. Ja. Genau. Ja. So, jetzt wird hier dann erstmal Feuermunition produziert. So. Und dann hier direkt die Panzerbrechende. Oder mache ich das? Warte mal, dann würde hier jetzt einmal Eisen reinkommen. Wie schnell sind die hier? 1 Sekunde und die brauchen 3 Sekunden. Okay. Kann ich also mit einer 3 Stück versorgen. Das heißt, hier würde ich dann direkt die rüber transportieren. Die können da direkt abgegriffen werden. Was hast du eigentlich die Stromversorgung? Also eben gerade war sie noch in Ordnung. Okay. Aber ja, auch noch Platz nach oben, oder? Ja, das war irgendwie nur zur Hälfte verbraucht. Ach so. Och, ich bin schon mit Eisenplatten. Wobei doch jetzt, also nachdem ich die zweite Reihe gebaut habe, sieht es nicht mehr so gut aus. Guck mal. Na toll. Dann werde ich das da oben gar nicht mehr anschließen können. Ohne dass uns der Schrumpferbord, glaube ich, um die Ohren fliegt. Dann mach was dagegen. Boah. Du kriegst das schon hin. Ich bin da sehr zuversichtlich. Zuversichtlich bist du. Sichtlich. Okay. Damit du das hast. Beunruhigt mich das überhaupt nicht. Weiß ich doch. Wie mach ich das jetzt hier? Ach, shit. Oh, egal, machen wir das erstmal so. Das wird eh alles dann nochmal
anders gemacht. So. Nee, machen wir erstmal bis dahin. Nee, das geht so nicht. Das geht so ganz und gar nicht. Nicht? Nee, ich habe hier gerade eine böse Zahl gesetzt. Ah, okay. 13 Stück. Eine 13? Nicht. Ja, ich habe eine 13. Heute ist doch nicht Freitag. Nicht? Dann haben wir ja nochmal Glück gehabt, dann ist ja alles gut. Das sag ich doch. Aber okay. Was wäre, wenn Freitag wäre? Das wäre eine absolute Katastrophe. Nee, eigentlich nicht, weil dann Wochenende ist. Ja, aber erstmal musst du den Freitag überstehen. Vorher genau. Ist kein Wochenende. Genau. So. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall Strom. Nee, noch kein Strom. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eingestellt. Also jetzt die hier. Okay, dann mache ich die noch mal ein Stück weiter nach rechts, weil dann muss ich nämlich hier noch ein Band hinsetzen. Weil das Band beliefert dann die anderen beiden. Quatsch, da kommen die anderen beiden Sachen drauf. Dann mache ich das mit roten Ärmchen. So. Das ist doof, richtig Greifer zu setzen. So. Moment, nee, so. Zack, zack. Und hier kommen die kurzen Ärmchen ran. Dann muss das einmal natürlich ein länger, das ein kürzer. Jetzt kann ich hier Strom setzen. So. Einmal hier rüber. Ach, so, zack, zack. Wunderbar. Jetzt läuft das. Ein bisschen Licht, damit ich auch was sehe. Jetzt stelle ich hier nochmal die panzerbrechende Munition ein. Die habe ich schon mal. Und jetzt brauche ich hier Kupfer- und Stahlträger. Die kann ich mir ja hier dann abzwacken. So, das sieht auch richtig snutsch aus. Das ist die Frage, kann ich das anschließen oder fliegt uns dann der Strom um die Ohren? Das fliegt uns alles um die Ohren. Meinst komplett. Du? Komplett. Okay. So richtig keine, komplett oder so halb komplett? Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh. Ich habe einfach nur gerade irgendwas gesagt. Ja, das habe ich gemerkt. Ja. So. Dann jetzt hier irgendwie Kupfer hochkriegen. Jo. Zack, Kupfer. Wie kriege ich jetzt Kupfer hier hoch? Kupfer muss raus. Was muss raus? Da musst du nur eine Kurve raus. So, also hier einmal splitten. Zack. Und dann das einmal so. Zack. Oh, diese blöden Ärmchen. Jetzt ist da. Fuck. Ja, fuck. Ja. Wow, warum ist da Kohle mit drauf? Ja, wegen dem blöden Ärmchen. Ärmchen sind nicht blöd, der Bediener ist blöd. Nein, in dem Fall waren es wirklich die Ärmchen. Okay. So. Wie ist das jetzt erstmal bis hierhin? Hast du die Kohle runtergenommen? Ja, ja. Okay. Alles gut. Wenn nicht jeder mitdenken würde wie ich, dann. Nee, wenn jeder so mitdenken würde wie ich, dann hätten wir keine Probleme. Was? Mhm. Und jetzt muss ich hier einmal noch einen Speeder rein. Ja, die. Irgendwie die. Komm, oh, mein Forscher als nächstes. Nee, jetzt muss ich hier einmal. Genau so. Stahl kommt nämlich dann da einmal vorbei. Mach ich das so. Und dann muss nämlich das hier einmal so rüber. Warum hast du mir das Strom, den Strom weggenommen? Ich habe dir Strom weggenommen? Ja. Hey, wo hast du deinen Strom hängen? Von da hast du deinen Strom. Ja, weil ich hier gerade, dass er das abgerissen habe. Ja. Dann hol dir doch deinen Strom von hier. Dann hol dir doch deinen Strom sonst woher. Genau. Merk's schon. Wird mein Strom einfach genommen und dann auch noch beschwert. Ja, klar. Und zwar beschwert, weil wir jetzt dank dir zu wenig Strom haben. Oh. Bist du jetzt zufrieden? Ja. Gut. Weitermachen. So, Moment, jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich. Ich habe.
Hier muss jetzt das. Moment, wie mache ich das denn jetzt am klügsten hier? So, nee, so, warte mal. So, so. Weil jetzt muss ich hier das nochmal alles runternehmen. Jetzt muss ich nämlich auf der einen Seite Kupfer und auf der anderen Seite Stahl draufladen. Egal, ich habe genug Rohre, das muss reichen. Das so. So. Und da wird er rein hier. Wunderbar. Jetzt wird hier auch das produziert, was ich will. Lalala. Jetzt haben wir auch die erweiterte Produktion von. Also die verbesserten Munitionen. Und ein bisschen später als nie. Magazine. Ach, Scheiße. Ich wollte die roten. Die nicht die roten bauen, sondern die blauen. So, die werde ich jetzt erstmal in eine Kiste packen. So. Alter, die werden ja auch ganz schön schnell produziert. Heftig. So. Kommt da der Arm hinterher? Ja. Okay. Lassen wir erstmal so, weil das Ganze wird so. Ja auch woanders produziert. Und ja. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Strom. Oh Gott. Ja, und wir haben noch was ganz anderes. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich verteile mal schnell ein bisschen Kohle. Und dann kann es meinetwegen losgehen, wollte ich gerade sagen. Ja, Folge ist leider schon wieder vorbei. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wäre schön, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.